Ja, und damit herzlich willkommen, meine Freunde, zu mal etwas anderem als dem ganz normalen Starbound Let's Play. Und zwar, wie ihr es in der Überschrift schon seht, handelt es sich um einen Mod für Starbound. Unglaublich, dass es sowas gibt, aber nach den paar Wochen, die Starbound jetzt released ist, gibt es Mods für dieses Spiel, und zwar wunderbare. Heute stelle ich euch den Creative Mod vor für Starbound. Ja, Creative Mod hört sich so eigentlich schon mal ganz gut an. Wer jetzt an so Sachen wie Minecraft denkt, Unverwundbarkeit und sowas, der hat sich ein bisschen getäuscht. Und zwar, wenn ich jetzt mal ganz normal C drücke fürs Inventar, dann sehen wir die Ultimate Box. Die Ultimate Box kostet einen Pixel zu craften. Das ist nämlich praktisch unser Tool, womit wir, ich habe vorher schon eine gemacht, womit wir cheaten können, sozusagen, oder den Creative Mode machen können. Wer jetzt übrigens nach der Installation sucht, die seht ihr am Ende des Videos. Das heißt, jetzt zeige ich euch erstmal, was das Mod so alles kann, und nachher zeige ich euch, wie ihr den installiert. So, haben wir jetzt die Box gecraftet, dann können wir ganz normal mit E drauf gehen, die aktivieren. Jetzt sehen wir hier alle so Items, die uns weiterbringen. Irgendwelche Creative Light Blueprint zum Beispiel, die ist auch sehr interessant. Wenn wir die jetzt hier im Inventar öffnen, Rechtsklick, Linksklick anwenden und dann zu unserem Tech-Ding hingehen, den Creative Light auswählen und einloggen, dann können wir fliegen, theoretisch. Man muss nur die Tastenkombination rausfinden. Was steht da irgendwas bei? Huch. Na. Unlocks the Creative Flight Tech. Das ist ja wundervoll. Jetzt müsste ich nur noch wissen. Also wie die normalen Dinger, ein Doppeltap funktioniert jetzt nicht. Wahrscheinlich müssen wir irgendeine Taste drücken. Sobald ich das rausfinden werde, kann ich es euch noch nachliefern. Ich werde wahrscheinlich hier oben so ein kleines Ding hier oben sehen. Einblendung bei YouTube. So, wir können hier die verschiedenen Sektoren. Unlock Sektor X. Was ist denn Sektor X? Das interessiert mich da jetzt doch irgendwie mal so ein bisschen. Jo, du, wir haben Sektor X geunlockt. Ach, jetzt bräuchten wir noch Kohle. Hm, wie machen wir das nur? Ich würde sagen, wir suchen hier einfach nach Kohle. Wir müssen halt nur gucken, dass wir jetzt mal das, was wir hier irgendwo finden. Okay, wundervoll. Das müssen wir dann ein bisschen anders machen. Also ihr seht schon hier irgendwelche Chestplate, die 10.000 Leben dazu bringen, 1.000 Rüstung und 1.000 Energie. Genauso wie das ganze andere Zeug. Waffen, die irgendwie 80.000 DPS machen mit einer Schwinggeschwindigkeit von 4,0. Können wir gerade mal ausprobieren. Indem ich mal hier drauf gehe und einfach mal so ein bisschen, oh ja, dann hier noch so riesige Dinger machen, die aussehen wie Pepsi. Damit machen wir garantiert jeden Gegner One. Können wir gleich mal ausprobieren. Wenn wir den, oh, Rezept Unlock, wenn wir den mal gegen diesen Roboter kämpfen und so weiter. Overpowered Sword, ach, das haben wir ja schon gesehen. Die Rüstung, die Schwerter, Water Gun, hier auch irgendwie jede Menge Schaden macht. Nahrung gibt es hier keine, aber hier gibt es noch so Verschiedenes. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Hier All Tech Unlocker. Spawning Box können wir auch mal cheaten. Oder die Weapon Box können wir auch mal cheaten. Duplicator, hier Pixels können wir uns cheaten. Kein Problem. Machen wir mal ein paar Pixel, ein paar Tausende. So, hier noch Item Recipe Unlocker, Super Meta Manipulator. Ja, das können wir ja schon alles hier. Und hier noch so Cube of Meat, Ultimate Chest können wir uns auch mal holen, Super Bandage und was es nicht alles gibt. Das muss ich jetzt erstmal alles ausprobieren. Hier Ultimate Chest können wir ja mal hier hin, also theoretisch hier hin platzieren. Ich bevorzuge mal noch einen Ort, wo es Platz hat. Ach komm, gehen wir mal auf den Planeten, mir doch egal. Wumpi Wumpe. So. Zack. Gut. Wenn wir jetzt ins Inventar gehen, platzieren wir mal die Super Chest. Hat bestimmt 1 Million Weapon Armor Box. Können wir auch mal platzieren. Also seht schon, mit dieser einen Box können wir alles andere uns
holen. Hier, komm. Gut. New Blueprints. Nochmal New Blueprints. So, hier ist noch eine... Ach, das ist unsere Spitzhacke. So, gehen wir jetzt hier ran. Dann können wir... Ja, wie ihr seht, schon alle möglichen Scheiß hier holen, den wir gar nicht brauchen. Defense Turret. Small Wall Switch. Pressure Plate. Presence. Rüstung. Oh, Camera Man Boost Blueprint. Camera M. Also wir können uns hier wirklich alles Butterfly Boost. Hier noch verschiedene Nahrungsmittel. Meine Güte, gibt es hier viele. Also da wird einmal bewusst, was man hier sicher alles craften kann, weil es sind ja nicht gemonte Items. Das sind ja alles so Fischaxt. Mining Laser, Gold Drill, Flashlight, ach du Gott, Chainsaw. XOR Switch. Und verschiedene Spawner. Ach du Gott, ihr seht schon, hier gibt es jede Menge Sachen, die kann man so schön rumspielen. Hier diese Pixels. Wir können uns mal wieder ein paar Pixels cheaten. Haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Piano. Pixel so. Ja, das ist ja auch sinnvoll. Kostet ein Pixel und bringt uns einen Pixel. Gut, wir können hier... Oh, das kennen wir schon already. Wie schade. Was haben wir denn hier noch so schön? Also, ach ja, wir können ja mal hier drauf zugreifen. Auf die Waffenbox müsste das sein. Genau, hier verschiedene Rüstungen, die interessieren... Boah, guck mal, wie viele Rüstungen es gibt. Also richtig krass. Mollys, ach du Gott. 5 Leben. Oder Waffen gibt es ja auch, ja, natürlich jede Menge. Hier irgendwo. Bitte was? Und die ist original im Spiel drin. DPS 584. Ja, da wisst ihr ja, was noch auf euch zukommen kann. 3300, 2000, 9. Ja, also ein paar. 3000 Gorilla. Gorilla, 200-handed Big X. Ja. Ach guck mal, hier geht's noch weiter. Oder? Bin ich gerade blöd. Ne, Throwing Knives. Ja. Ich bin schon mit dem Schwert ganz zufrieden, dass hier irgendwie, keine Ahnung, was das hier macht. Wir können hier schön rumspielen mit allem möglichen Scheiß. Ich will jetzt nur. Wo bekomme ich denn jetzt die Kohle? Komme ich denn jetzt. Ach, ich wollte ja noch in die Super Chest reinschauen. Meine Güte, hier gibt's so viel zu tun. So viel zu machen, was man damit machen kann. Ach so, 256 Slots. Ja, das ist ja in Ordnung, wenn sonst nichts ist. Jetzt suche ich aber trotzdem nochmal, wo kann ich mir denn Kohle herholen? Das fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen. Acid. Ultimate Chest. Overpowered Gun. Condensed Fuel. Oh, Condensed Fuel. Das hört sich gut an, ich glaube. Davon holen wir uns einfach mal ein bisschen was. 1000 haben wir uns schon geholt. Packen die hier mal so in den Fuel-Ding rein. Ja, passt. 1000 voll. Wir können ja mal in... Meinetwegen in den Sektor X. Sektor X. Xortopia. Was immer es ist. Und go, go. In der Zeit können wir uns auch einfach mal nochmal eine stärkere Rüstung holen. Ganz einfach, weil wir es erstens können. Und zweitens, weil wir es brauchen. Aber dafür muss ich... Ach nee, wir haben ja noch Platz. Wir haben ja noch ein zweites Inventarfach. Gut. Rüstung. Ja, bitte einmal das. Ich will ein bisschen Rüstung haben. Ich will mal gucken, was die Gegner so drauf haben. Die würden uns nämlich mit unserer jetzigen gar nicht Rüstung komplett legen. So. Dann hau mal rein. Ach, guck mal, wir haben gar kein Leben. Wir haben so viel Leben, dass wir gar kein Leben haben, oder was? Sehe ich das hier richtig? Dann müssen wir uns ja wohl noch eine Superbandage holen. Vielleicht bekommen wir ja mal wieder ein bisschen Leben. Das wäre ja ärgerlich, wenn wir trotzdem irgendwie Schaden bekommen würden. So. Oh, da sind wir auch schon da. Oh, da jetzt haben wir wieder volles Leben. Kein Ding für einen King. Hoch, ich wollte auch das hier machen. Komm, dann lande mal in Sektor X. Dass wir mal so ein bisschen Quatsch machen können. Warp to Planet. Also, ich kann dem Mod auf jeden Fall empfehlen für... Guck mal, sind wir schon mal gepoisoned.
Oh, Poison macht aber dann doch noch Schaden. Jetzt haben wir natürlich unsere Spitzhacke hier unten irgendwo. Das tut mir jetzt aber leid. Ich hoffe, wir verrecken in der Zeit nicht. Jetzt halt noch die Kupferspitzhacke, weil ich mir jetzt noch keine andere gecheatet habe. Guck mal, hier wachsen Diamanten. Hier wachsen vor allem Diamanten. Hier gibt es Diamanten an der Oberfläche. Cool. Ob schon jemand schon mal jemals bis... Achso, wir machen nur 2970 Schaden. Was ist das denn? Ich brauche auf jeden Fall ziemlich lange zum Abbauen. Ich will nochmal kurz nach oben. Was ist das denn für Erz? Wir brauchen eine stärkere Spitzhacke. Also gehen wir einfach hier ran. Sagen, wir brauchen... eine stärkere Spitzhacke. Gibt's die hier überhaupt? Ach komm, Super Meta Manipulator. Warum nicht? Der wird uns bestimmt weiterhelfen. So, warum eine Spitzhacke? Warpe du Planet? Gut. Das ist aber interessant, dass man hier gleich schon mal poisoned ist. So, was kann der denn? Oh, ja, das nenne ich Creative Mode. Das hat für mich auch was mit dem Creative Mode zu tun. In der Zeit legen wir mal schon mal ein paar Monster One-Hit und jetzt gucken wir mal. Rubinerz, das habe ich ja noch nie gesehen. Na gut, Kupfer kennen wir. Was haben wir denn hier unten noch? Uranerz. Platin kennen wir auch schon. Wir fräsen uns einfach mal hier durch den Untergrund. Was haben wir hier noch? Oh, das ist nur, glaube ich, nur Kohle. Genau. Okay, diese Pla... Lol. Oh, das ist ein falsches Schwert. Ich dachte gerade schon, hä? Oh, jetzt brennen wir auch noch. Was für ein Ärgernis. Dann müssen wir gleich mal wieder eine Superbandage einsetzen. Komm, wir fräsen uns mal nach unten. Mal gucken, was wir jetzt hier so passiert. Irgendwann werden wir unten ankommen. Ja, also... ich würde sagen... es geht. Also ich wudel mich einfach nur durch die Höhle, ich sehe selbst nicht viel. Mittlerweile mal ein paar Diamanten, Fallschaden kriegen wir auch keinen mehr dank unserer harten Rüstung. Was soll denn schon passieren? Im Notfall können wir ja fliegen mit dieser... Oh, wir können auch noch ertrinken, das ist natürlich ein bisschen blöd. Mit dieser gewissen Fertigkeit können wir ja auch noch, wie groß ist denn der Planet? Steht nur aus Eis, wahrscheinlich kann man auch noch erfrieren, theoretisch. Und Wasser gibt es ja auch jede Menge. Guck mal, wir haben uns jetzt hier nicht irgendwie überschätzt. Boah, wie viel Erz hier ist. Guckt euch das mal an. Das ist ja krass. Jetzt müssen wir mal kurz nach oben. Na gut, hier ist schon oben. Weil ganz gewappnet dagegen ist man dann ja ist man dann auch wieder nicht. Guck mal, hier ist eine Höhle. Apropos, kriegen wir jetzt einen guten Buff oder sterben wir daran immer noch? Oh. Ich glaube, das war eindeutig. Selbst durch die härteren Gesteine kommen wir relativ schnell durchgefräst. Was ist alles noch für Erz hier in dem Spiel gibt, das wusste ich gar nicht. Man muss halt nur erstmal in Sektor X gucken. Was ist das denn? Ich habe noch eine Fackel dabei. Wir haben einen unterirdischen Raum entdeckt. Das ist ja cool. In dem unterirdischen Raum finden wir nichts Interessantes. Vielleicht ein bisschen Uran. Aber das ist auch gar nicht unser Thema. Wir fräsen uns trotzdem mal weiter unseren Weg in den Untergrund. Mal wieder hier durch. Aber ich glaube, hier kommt nichts mehr Interessantes. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr einen kleinen Einblick bekommen konntet in diesen wunderbaren Mod, wo es jede Menge Diamanten hier gibt. Hoffe, dass ihr den vielleicht auch mal benutzt. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es ums Installieren geht. Bis dahin, Leute. Macht's gut, bis gleich.